Das sieht eigentlich auch ganz interessant aus da oben, ne? Aber da kommen wir nicht hin, ne? Wir machen mal des Forschergeistes Willens. Das ist wahrscheinlich nur Dekoration, aber schön, dass sie. Haben sich hier oben in der Höhle wirklich zur Dekoration einfach so einen Baum hingestellt? Hier ist einfach nichts. Ich meine, hier kommst du so auch nicht hin, weil Levitation gibt es an für sich nicht mehr im Spiel. Aber einfach nur so, weil es geht halt, ne? Um jetzt zu sagen, guck mal da. Also runter hoch, ich müsste hier raus, ne? Ich komme ganz durcheinander, aber ich glaube, hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Gut, wir hatten auch schon andere Ecken, wo tatsächlich Zeug rumlag, wo man nicht rankam, wo es gespawnt ist, wo man sich dachte, nun, hatten wir auch schon. Gut, das haben wir erledigt. Möchte ich ehrlich gesagt aber eigentlich gerne noch. Das, wir machen gleich mit der Bruderschaft weiter. Ich schwör's. So zwergische Ruinen sind immer. Da, es leckt schon wieder. Ich verstehe das nicht. Zwei. Es ist zwei? Oder sind das zwei Eingänge? Wo ist denn? Moin! Wir nehmen den Express nach oben. Schmerz! So viel zu dem Thema, wir nehmen den Express nach oben. Moment. Kann ich den Express nochmal bekommen? Nee, ich wollte es nicht auf die 1 legen. Wo ist mein Bogen da? Die 0 kann ich es nicht legen. Die 9 auch nicht, ne? Auf die 8. Ich brauche die Nachtsicht gerade eh nicht. Nun. Ach, hier ist eine Treppe. Gut. Dann kann ich aber auch. Ich warne euch. Zurück. Da ist irgendwer. Wer oder was? Euch. Zurück. Mann. Bandit, okay. Hey! Ja. Oh, ich habe Pferde genau auf den Schuss geschossen. Du hast doch angefangen. Aua. Bis jetzt klappt das ganz gut mit dem Verstecken. Ihr könnt euch vor mich nicht verstecken. Hä? Dahin? Das scheint was Größeres zu sein, ne? Nee.
Bergbogen? Nee. Aber da hinten ist auch noch mal. Man kann sich so leicht ablenken lassen in dem Spiel. Ach verdammt, jetzt habe ich den Bogen mitgenommen. Egal. Kann ich immer noch wegschmeißen. So, warte mal, wie heißt das Ding? Waldbatan. Uiuiui, das sieht groß aus. Aber da ist auch noch mal was. Ja. Wir gehen da mal rein. Mal sehen, wie lange wir brauchen. Bei dem stürmischen Wetter draußen. Wenn wir überhaupt weit kommen, das ist jetzt die große Preisfrage. Aber gleich. Oh, Entschuldigung. Nee, das kann ich auch noch. Alles, was ihr könnt. Ja, wer schon so fragt, ne? Also wer so doof fragt, kriegt dann eine doofe Antwort. Das ist clever. Wir hatten doch... Moment. Wir hatten irgendeinen... Das habe ich aber nicht bei den Quicksachen. Wir hatten irgendeinen Spruch, hatte ich was gesagt, irgendeinen Schrei. Genau, ätherische Gestalt. Ich kann nicht jemanden verletzen, andersrum genauso. Ist das praktisch? Das Material lasse ich mal liegen, das brauche ich gerade nicht. Ja, gucken wir mal. Wartet mal. Wir haben doch den Ring des Schlossknackens. Dann haben wir noch die Handschuhe. Ich sag mal so, je nachdem wie oft das jetzt noch so umspinnt, das Spiel, mit, von wegen es friert mal was ein, werde ich auf jeden Fall nach einer guten Stunde spätestens mal den Schnitt machen und mal gucken, damit nicht zu viel brechen geht im wahrsten Sinne des Wortes. Dann nochmal Treiber-Updates und so schauen von der Grafikkarte. Weil das Problem hat das immer mal wieder, wo ich mir dann denke, echt jetzt Skyrim, lass das. Es geht mir langsam dezent auf die Nüsse. Ich vermisse den Skelettschlüssel aus Oblivion. Endlich. So, wahrscheinlich alles Banditen, aber... Okay, das ist nachträglich reingezogen von denen. Die haben sich hier heimisch gemacht, oder? Marodeur.
ihr etwas gehört? Nö. Ich hab nichts gehört. Irgendein Sanktorium. Wir sind doch wo ganz woanders drin. Das verstehe ich nicht. Wir sind doch jetzt nicht in Irkentand. Warum hat der Alan Lüfung? Oh. Moment. Der hat einen Namen. Was? Hier drüben! Ach, endlich, damit ich mir eure Sachen nehmen kann! Moment. Der greift nicht an, ne? Ich werde ihn finden. Ja, moin. Ich weiß nicht, wie ihr es so weit geschafft habt, aber weiter kommt ihr nicht. Ah, okay. Gut. Hätte sich die Frage auch geklärt. Ich habe das Gefühl, wir sind hier ein wenig früh dran. Na, gehen wir nochmal hoch. Wir landen wahrscheinlich da, wo wir eh lang gekommen wären. Entschuldigung. So, erledigt. Ich würde sagen, kann ich den Pfeil haben? Meister. Meister, Meister. Falsches Spiel, falsche Genre. Dennoch fragt sich der geneigte Nutzer, also meine Wenigkeit, was soll der Scheiß? In Anführungszeichen. Das ist eine ganz andere, wie gesagt, Ruine, in die wir jetzt reingegangen sind. Wir haben aber hier einen Schlüssel von einem Banditen bekommen für eine andere zwergische Ruine. Das ist ein bisschen eigenartig. Das ist der Weg nach draußen, genau. Nach draußen, wollte ich sagen. Da
unten ging es aber auch nochmal hoch in eine Größe. Wir gucken erstmal hier in eine größere Räumlichkeit. Es ist alles verdammt groß und verdammt verwirrend. Ach, deswegen habe ich so wenig Schaden. Ich habe noch die Schlossknackhandschuhe an, fällt mir gerade ein. Und den Ring. Also ich mache immer noch genug Schaden, aber es könnte wesentlich mehr sein. So. Spiel, ich hau dich gleich. Lass das. Ständig eingefrieren, ne? Das ist zum Kotzen, ist das. Das ist bei meiner Hardware bei Skyrim auf jeden Fall nicht ein Problem. Definitiv nicht. Dann passiert es trotzdem. Es sei denn, die Grafikkarte macht langsam schlapp, weil die ist ein bisschen älter. Das ist eine 960 GTX. Aber die sollte locker ausreichen. Kann aber sein, dass sie vielleicht, ich sag mal, so ein bisschen Zuwendung braucht im Sinne von Wärmeleitpaste. Das könnte ich auch gleich mal gucken. Okay. Oh, Eisen, Gold, Eisen. Nee, Holzkohle brauche ich nicht. Letzte Saat. Na, hier geht's durch. Au, voll ins Gesicht. Genau, ich sollte mal meine Klamotte wieder wechseln. Pfeil ins Knie. Pfeil ins Knie. So. Meine Schießkunstgeschichte. So. Oder auch nicht. Alter. Spiel, troll mich bitte nicht. Nicht mehr, als du es eh schon tust. Diese ständigen Freezes, was ist denn das schon wieder? Sorry, dass ich mich so aufrege, aber es geht mir Cent auf den Sack. So. Den Stahlhelm wollte ich nicht mitnehmen. Mist. Moment. Da. Hätte noch irgendeinen anderen Kram mitgenommen, ne? So. Oh. Beinahe übersehen.